Beziehungsweise in der Nähe. Heißt das, wenn wir jetzt hier sind, würdest du irgendwie was sagen? Ich bin müde, hungrig und ich will nach Hause. Wenn dich jetzt einer hören könnte. Ich schäme nicht meiner Gefühle. Meiner Gefühle. Sie kann süß sein, sondern ein Adventure-Game. Also mach Fragen. Ach, so ist das. Na dann. Ach, das ist ein Adventure-Game. Aladins Teppich. Ein Medaillonloch. Ja, da kann ich ja sonst nichts machen. Ich habe halt jetzt Bedenken, hier irgendwie wieder runter zu gehen. Einfach, ich nenne es mal Blub. Ist ein toller Name. Ich hätte es auch Treppe nennen können. Weil dann fallen wir doch bestimmt wieder runter. Oder? Nee, wir sind nirgends runtergefallen. Das ist schon mal gut. Da geht's. Nein, ich will nicht hoch. Ich will wieder zurück. Einfach mal hier hin, weil hier, keine Ahnung, waren wir, glaube ich, noch nicht so wirklich, oder? Waren wir hier schon? Doch, hier waren wir. Was ist das denn? Mitten rein in die Pfütze. Damit habe ich den Dreh raus. Ich. Was? Ich hab Schlüssel. Und ich habe ein Drehdingsi. Was? Was ist das hier? Ich bin irritiert. Ich habe auf jeden Fall jetzt drei Schlüssel. Damit könnte ich eventuell die Tür aufmachen, wenn ich wüsste, wo die Tür war. Langsam bekommst du nasse Füße. Na dann. Nur was zu essen. Wir sind auf jeden Fall in einem neuen Bereich, weil hier war ich ja scheinbar noch nicht. Da ist ein Spudernetz. Damit sind wahrscheinlich die Spuders gemeint, von denen er gesprochen hat. Mach ich mal hier. Spinnen. Was passiert, wenn ich da reinlaufe? Nix. Gut. Später Wuppertaler Barock, würde ich sagen. Das brauchen wir, um wahrscheinlich das auf das Podest darzustellen. Mitten rein in die Pfütze. Das war jetzt mehr Glück als Verstand, dass ich das Ding da aufgehoben hatte. Nur gucken, wo das war. Hier. Wow, richtig gut. Ist die Tür offen? Was steht hier wieder? Okay, keine Ahnung. Bitte was? Jetzt sind wir wieder bei dem hier. Hallo? Danke.
Das heißt, es müsste hier auch irgendwo diese Tür mit den drei Schlüsseln sein. Ah, gefährlich. Ist nur die Frage, wo die Tür war, habe ich mich jetzt gerade ehrlich gesagt wieder keine Ahnung. Ich weiß nur, dass sie irgendwo hier war. Oh, da sieht man, welche Tür aufgeht. Ich könnte ja mal auf die Karte gucken. Ja, gut, ich habe jetzt auf die Karte geguckt und immer noch, da ich keine Ahnung habe, wo ich selbst auf der Karte bin, habe ich auch keine Ahnung, wo die Tür ist. Ach, ist das schön. Mir ist natürlich bewusst, dass auf einer Karte nie angezeigt wird, wo man selbst ist. Allerdings wäre es halt jetzt im Hinblick auf dieses Spiel sicherlich einfacher, ja, wenn man das jetzt nicht so realitätsnah gestalten würde und dem Spieler so einen kleinen Hinweis gibt, ja, du bist genau hier jetzt an der Position. Weil der Spieler sich dann nachher denkt, boah, ist ja richtig cool, danke für den Hinweis. Dann muss ich nämlich jetzt nicht hier einfach in der Gegend rumsuchen, ohne Ahnung zu haben, ob ich hier vor 5 Minuten schon mal war, weil alles gleich aussieht. Es sieht halt wirklich alles irgendwie identisch aus. Wobei zumindest weiß ich, dass das hier der Ort war, wo wir ganz am Anfang waren. Bevor wir unsere großartige Reise gestartet haben. Und da war die Tür, durch die wir jetzt hier nach langem Hin und Her durch sind. Zumindest weiß ich, dass ich da erstmal nicht durch muss. Oh, da sind die Löcher wieder. Autsch. Hier war ich auch noch nicht. Weil hier, das könnte man jetzt gerade mal nutzen. Vielleicht auch nicht. Ich hatte gedacht, es wird vielleicht was bringen, um herauszufinden, wo man sich gerade befindet. Ach, das ist ja eine immer größer werdende Katastrophe hier. Vor allem, wenn es dann ja auch hier 50 Millionen Abzweigungen gibt. Naja, wenigstens habe ich ein paar Schätze wieder bekommen. Das ist immerhin schon mal etwas. Auch wenn ich keine Ahnung habe, für was diese Schätze gut sind. Ich sag zwar immer Autsch, aber zum Glück verliert man dadurch keine Lebenspunkte. Oh, hier ist noch. Njom, njom, njom. Ich glaube, da war ich gerade. Da hat sich die Tür gerade vor unserer Nase geschlossen.
Ach genau, und das ist wieder das hier. Ich glaube, dann werden wir nicht drumrum kommen, da nochmal lang zu gehen. Nein. Löcher im Wammer. Nee, im Boden. Löcher im Boden. Man schafft es auch nicht, an denen vorbeizugehen. Haben auch schon zwei Spuda-Netze gefunden, aber noch keine dazugehörende Spuda. Jetzt sind wir nämlich auf der Innenseite und genau hier war das mit den Schlüsseln. Super. Ja, ich hab doch Schlüssel. Da, siehst du, Schlüssel. Öffne dich, Tür. Hast du noch was zu sagen? Du hast ein Problem? Haben wir das nicht alle? Ja, es hat zwei Beine und läuft ständig neben mir her. Wie gemein. Haben wir das nicht alle? Ach, Herrjächen, wo drückt denn der Schuh? Genau, meine Füße tun weh. Alles ist so schrecklich verworren. Ich verstehe, mach dich nur lustig. Ist doch alles so verworren. Schade. Ah. Verstehe ich jetzt nicht. Ich hab doch hier einen Schlüssel. Da. Für was habe ich diese Schlüssel, wenn ich sie dafür nicht verwenden kann? Und das ist halt auch so ein richtig blöder Hinweis jetzt. Ohne Schlüssel läuft hier gar nichts. Ich habe drei Schlüssel bekommen. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Schlüssel bekommen habe. Wahrscheinlich, weil ich die Vasen mit den Mumien kaputt gemacht habe. Aber ja. Was bringt mir das? Gar nichts. Falsche Farbe. Die haben, ich habe dreimal, ich, keine Ahnung, die sind alle hier golden oder so. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine falsche Farbe oder sowas ist. Ich hoffe, ich muss die jetzt nicht noch bunt anmalen oder sowas. Damit sie hier irgendwie funktionieren. Ah, das ist aber auch ein schönes. Hier, guck mal. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Und zwar hier die Spinnenwebe, die war noch normal. Da bin ich lang gelaufen und dann ist es zerdeppert worden. Das könnte so ein unterschwelliger Hinweis sein, um sich hier drinne zurechtzufinden, dass wenn du Spinnenweben siehst, die eventuell ganz sind, dann gehst du durch und dann sind sie kaputt, dass du da noch nicht warst. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das ist mir jetzt gerade mal so aufgefallen, beziehungsweise dass man da noch nicht durchgelaufen ist. Das hilft jetzt allerdings nur dabei, um eventuell Durchgänge zu finden, wo man noch nicht durchgegangen ist. Weil überall, wo man halt schon war, dann sind sie halt schon kaputt und dann bringt das halt nichts mehr. Oh, da ist wieder eine Treppe. Da sind noch mehr Treppen. Hier ist der Durchgang. Ich wüsste halt auch nicht, was man ja machen sollte. Ich kann hier das Spiel spielen, ja. Aber ich kann jetzt hier oben auch nichts auswählen und da unten. Das funktioniert nicht.
Wahrscheinlich. Ach, wenn das so rot leuchtet, dann kriegt man hier einen Bonus. Gib mir doch mal den Jackpot. Ich krieg einen doofen Extraball. Ah, jetzt darf ich das Spiel noch länger spielen. Ich bin zum ersten Mal da drinne. Es hat mir gar nichts gebracht. Na, dafür hat sich das Rätsel jetzt auch mal gelöst. Oh, ich liebe das, wenn sowas passiert. Dann hat sich nämlich die Runde gefühlt gar nicht gelohnt. Das Einzige, was man noch schaffen könnte, ist halt die 9.999 Punkte, aber ob das so wirklich schaffbar ist. Ja, und dann ist er wieder in der Mitte. Dafür, dass wir vier Bälle hatten, läuft das nicht so gut. Nee, das war's wieder. Ich wüsste halt auch gerne, für was man hier den Hebel braucht. Weil dieses Rad besser gesagt. Bin ich wieder an so einem Punkt angelangt, wo ich nicht so recht weiß, was ich machen soll. Vor allem das, was ich mir halt gedacht hätte, was man machen kann, wäre halt, ja, wäre halt schön, wenn es funktioniert hätte. Ja, war halt verschwendet. Nee, eigentlich war er nicht verschwendet, weil du hast ja von den drei Bällen hast du einen eingesetzt, der war dann auf dem Spielfeld, also hattest du nur noch zwei. Und dann hast du den Extraball bekommen, das heißt, die zwei Bälle sind wieder zu drei Bällen geworden, die du einsetzen kannst. Also ist es an sich nicht verschwendet gewesen. Oh, ich bin hier drinne. Oh, warte. Es wird nicht funktionieren. Ist halt auch noch so eine Sache. Man weiß ja nicht, was richtig ist, ob es ins linke oder ins rechte muss. Steht da 1, 2 und 3? Bilde ich mir das nur ein? Kommt mir so vor, als würde da ganz leicht irgendwelche Zahlen stehen. Will ich auch gar nicht. Vielleicht erzähle ich auch Unsinn. So, wo bin ich hier? Da ist die Treppe. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Erzähl mir doch nix. Man muss ganz nah dran gehen. Erst dann funktioniert das. Was ist das denn? Was ist das denn? Du musst da förmlich mit deinem Gesicht dran kleben. So. Ah.